Guten Tag. Im heutigen Video erfahren Sie, wie Sie die Baureihe 120 von Global Bridge Entertainment fahren und bedienen können. Die deutsche Reichsbahnbaureihe 120, auch genannt Tiger-Trommel, wurde hier für den Train-Simulator umgesetzt. Zu guter Anfang begeben wir uns in den Führerraum der Lokomotive. Dies geschieht mit der Taste 1 auf der Tastatur. Nachdem wir die Taste 1 gedrückt haben, sitzen wir automatisch auf dem Lokführersitz und haben nun die volle Kontrolle über die Lokomotive. Zu guter Anfang schalten wir uns im Führerraum die Beleuchtung ein. Dies geschieht mit der Taste L. Optional kann man auch noch das Instrumentenlicht hinzuschalten, mit der Taste I. Im nächsten Schritt wählen wir die Fahrtrichtung aus. Dazu verlegen wir den Fahrtrichtungswender entweder mit der Maus in Vorwärtsposition oder mit der Taste W auf der Tastatur. Nun haben wir die Vorwärtsfahrt ausgewählt und können theoretisch beginnen, Leistung aufzuschalten. Vor Fahrtantritt sollte jedoch festgestellt werden, ob auch die Spitzenbeleuchtung der Lokomotive aktiviert ist. Mit einem einfachen Klick auf die Taste H können wir außerdem die drei weißen Spitzenlichter der Lokomotive aktivieren. Als nächstes begeben wir uns wieder in den Führerraum. Von dort aus sehen wir, dass die Bremsen der Lokomotive und des Zugverbandes noch angelegt sind. Diese können mit dem Zugbremsventil hier drüben gelöst werden. Die Zugbremse wird in Lösestellung begeben und wir können nun beginnen, mit der Lokomotive Leistung aufzuschalten. Vor Fahrtantritt sollte außerdem überprüft werden, was optional mit dem F4-Menü über die Tastatur aufrufbar ist, ob die Bremsen, besser gesagt die Handbremsen, an den Wagen gelöst sind. Nur wenn alle Bremsen im Zugverband gelöst sind, kann mit der Lokomotive losgefahren werden. Mit den Tasten A und D kann jeweils die Leistung eingestellt werden. Mit der Taste A wird die Leistung erhöht und mit der Taste D kann die Leistung verringert werden. Außerdem ist ab ca. 5 km pro Stunde in der Lokomotive ein sogenanntes Klackern zu hören. Dieses Klackern kommt vom Tachometer. Das Klackern kann außerdem optional mit der Tastenkombination STRG und T deaktiviert werden. Außerdem kann die SIFA mit der Tastenkombination STRG und 6 aktiviert werden. Bei der SIFA ist es wichtig, dass man von Zeit zu Zeit die Leertaste betätigt. Mit der Leertaste kann man automatisch den SIFA-Knopf herunterdrücken. Optional ist dies auch mit der Maus im Führerstand möglich, indem man auf diesen roten Knopf hier unten im Bild klickt. Die SIFA, ausgesprochen Sicherheitsfahrschaltung, dient dazu, zu überprüfen, ob der Lokführer noch in der Lage ist, das Fahrzeug zu bedienen. Nachdem wir mit der Lokomotive beschleunigt haben, möchten wir natürlich auch wieder anhalten. Aus diesem Grund müssen wir jetzt die Leistung rausnehmen und die Fahrstufe 0 vorwählen. Wenn die SIFA eine Betätigung erfordert, kommt dieser Warnton. Beim Nichtbetätigen dieses Warntons wird automatisch eine Zwangsbremsung ausgelöst. Auch im Bremsvorgang muss darauf geachtet werden, dass die SIFA von Zeit zu Zeit betätigt wird. Nun leiten wir die Bremsung wie gewünscht ein. Dazu greifen wir zum Führerbremsventil oder der Zugbremse und legen diese nach hinten an. Wir sehen nun, wie hier unten das Barometer in die Höhe schnellt. Ein weiteres Mal ertönt der SIFA-Warnton und nach Betätigen der Leertaste erlischt dieser wieder. Nun haben wir mit dem Zug angehalten. Die Zugbremse bleibt angelegt, solange wie der Zug stehen bleiben soll. Wenn Sie wieder losfahren möchten, wiederholen Sie einfach die Prozedur, welche bereits im Video gezeigt wurde. Besonders wichtig ist es auch für jeden Lokführer zu wissen, wo sich der entsprechende Knopf für den Sander befindet. Mit dem Sander kann speziell bei schlechten Reibungsverhältnissen zwischen Rad und Schiene dafür gesorgt werden, dass das Fahrzeug sicher und punktgenau zum Stehen kommt. Der Sander kann in der Lokomotive Baureihe 120 von GBE mit der Taste X aktiviert werden. Optional aber auch mit einem Mausklick auf diesen grünen Knopf hier unten. Außerdem werden zur Lokomotive die passenden Kesselwagen der Deutschen Reichsbahn mitgeliefert. Somit hat man die Möglichkeit, bei der Baureihe 120 automatisch Güterzüge im Train-Simulator fahren zu können. Und passend dazu befindet sich natürlich auch noch hinten am allerletzten Wagen eine entsprechende rote Rückleuchte, um den Zugschluss zu kennzeichnen.
Im Namen von Global Bridge Entertainment bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Fahrzeugpaket und den dazugehörigen Kesselwagen zur Baureihe 122 der Deutschen Reichsbahn.